So, das Wandern ist des Uwes Lust und dieses Mal jetzt nicht bei mir im Hessenland, sondern wie ja viele von euch wissen, sind wir ja hoch in den Norden gefahren, Richtung Kiel. Und heute sind wir auf dem Weg zum berühmten Nord-Ostsee-Kanal. So, und da bin ich gleich und den zeige ich euch natürlich. Vorher läuft man hier im Grunde genommen hier so an so einem kleinen Zulauf vorbei und da habt ihr hier so einen schönen Blick hier so auf so ein kleines Flüsschen, der dann mal in so ein Stauwerk endet, aber das ist mittlerweile komplett außer Betrieb. Hier kannst du also schön auf diesem Flüsschen kannst du ganz toll Kajak fahren. Stand-up, Paddleboard und das sieht also ganz, ganz lieb aus hier. Und was mich noch sehr wundert, also das ist, dass dir jeder, der hier langläuft und dir begegnet, dass jeder dich grüßt. Also das bin ich ja in der Form ja überhaupt nicht gewohnt von Deutschland. Also hier sagt jeder Moin. Moin oder Moin Moin. Ja, Moin aus Schleswig-Holstein. Ja, Moin. Egal. Also ob man dich kennt oder nicht kennt, das ist hier das Hochinteressante, hier oben im Norden, also die Freundlichkeit, wow, top, ja. Moin, 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 das ist also was, was ich so jetzt noch nicht gekannt habe. So, dann schauen wir uns jetzt gleich mal den Nord-Ostsee-Kanal an. Und das bisschen blaue Wasser, was ihr da hinter mir gerade seht, das ist der Nord-Ostsee-Kanal. Jawohl! Und da wollen wir doch gleich hoffen, dass da so ein paar kleine oder größere Schiffchen da an uns vorbeifahren. Ich habe also in der Ferne schon so einen größeren Kahn gesehen. Ich hoffe, dass er also gleich dann irgendwo an uns vorbeituckert. Und ein bisschen was zur Geschichte. Der Nord-Ostsee-Kanal wurde ja damals von unserem Kaiser Wilhelm hier quer durchs Land getrieben, um einfach die Schifffahrtswege der Nord-Ostsee zu verkürzen und da wurde eigentlich rücksichtslos hier querbeet dieser Kanal durchgepflügt. Es wurden Dörfchen getrennt, Familien getrennt und das ist der Grund, warum bis heute im Grunde genommen per Gesetz die Fährverbindungen hier, die über diesen Kanal gehen, alle kostenfrei sind. Also das bezahlt also das Land und es ist ja klar, wenn man dann hier so mit einem großen Spatenstich alles trennt, dann muss man halt für die Bevölkerung ein bisschen was tun. Und somit sind Fährverbindungen von der einen zur anderen Seite kostenfrei. Das ist also richtig schön. Und ich fahre natürlich auch gleich mit der Fähre einmal kurz hin und zurück. Und da nehme ich euch natürlich auch mit. So, und jetzt, ihr lieben Freunde, jetzt kommt was. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Seite gehen. Denn da kommt ein schöner großer Pott und ich hoffe, dass ihr den so ein bisschen da mitbekommt, wenn er dann gleich hier so an uns vorbeizieht. So ein großer Container, ein Containerschiffchen. So, ich gehe dann auch gleich komplett aus dem Weg, wenn er so ein bisschen ins Bild rollt und wow. Also da könnt ihr euch schon vorstellen, dass dieser Kanal natürlich auch den entsprechenden Tiefgang haben muss, um diese Pötte dann da hier doch zu fahren zu lassen. Das ist also schon Wahnsinn. Wobei der relativ weit aus dem Wasser rausschaut, der hat also jetzt keine extremste Tiefladung. So, jetzt müsste er eigentlich gleich ins Bild kommen und dann gehe ich mal so ein bisschen raus aus dem Bild. Schauen wir mal, wie es funktioniert. So, jetzt müsste er eigentlich so gleich da reinrollen, da ist er doch, da kommt er doch. Wahnsinn, oder?
Ja, ist schon verrückt, was sich da so bewegt. Ne? Aber ihr seht, der ist relativ leicht beladen. Also ihr könnt die Wasserlinie wunderbar erkennen. Vorne guckt relativ viel raus und hinten das Ruderblatt guckt also auch noch raus. Also der hat keine allzu schwere Ladung und auch keinen entsprechend hohen Tiefgang. Aber ist schon Wahnsinn, ne? Was so ein Kanal dann doch da Tiefgang haben muss, also tiefes Wasser haben muss, um diese Pötte dann im Grunde genommen da durchzuführen. So, ihr Lieben, ich nehme euch dann nachher noch mal so ein bisschen mit hier. Wir haben ein paar Enten, wir haben ein paar Schwäne und wir haben natürlich die Fähre. Und ich hoffe, es gefällt euch und so viel zu den Eindrücken hier vom Nord-Ostsee-Kanal. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe. Sind aber dann nur 12 schmale Personen. Könnt ihr euch vorstellen, auf so einer Rettungsinsel. Also 12 mal Uwe wird da nicht drauf passen. Gar kein Fall.